Hallo und herzlich willkommen zu Nordwärts Aktion Kunstorte. Mein Name ist Simone Sonnentag und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir schon bei Kunstort 5 und es geht um das Forsthaus im Rahmer Wald. Im ersten Teil des Videos werde ich euch Spannendes über das Forsthaus und den Wald erzählen. Und im zweiten Teil werden wir künstlerisch dazu arbeiten. Das Thema heißt Waldtiere nach Franz Marc. Und natürlich haben wir, Nordwärts und ich, wieder Kunstglückstüten für euch vorbereitet. Am 19.09. wird die Waldschule geöffnet sein. Und zwar von 15 bis 16 Uhr. Und hier werden die Kunstglückstüten auslegen und ihr könnt sie kontaktlos abholen. Falls Tüten übrig bleiben sollten, könnt ihr mal im Café Lebensart vorbeischauen. Das Café Lebensart befindet sich in der Buschstraße 172. Und dann könnt ihr das Abholen gleich mit einem schönen Waldspaziergang verbinden. Möchtest du mal eine Kunstglückstüte holen? Ja? Dann flieg los! Heute nehme ich euch mit auf einen Ausflug, ins Grün. Und ihr seht hier ganz viele verschiedene Grüntöne. Hellgrün, Mittelgrün, Waldgrün, Moosgrün, Tannengrün, alles bunt gemischt. Wir befinden uns im Rahmer Wald. Und mitten im Rahmer Wald, da steht ein Haus. Wer wohl hier wohnt? Vielleicht die Tiere des Waldes? Nein, da müsst ihr jetzt selbst lachen. Das ist das Forsthaus im Rahmer Wald. Früher wohnte hier ein Förster. Und dann stand es einige Zeit leer. Und dann wurde es aufwendig saniert. Heute ist das Forsthaus ein Ort, in dem auch Kinder etwas über den Wald erfahren können. Nämlich, dass er ein Ort der Erholung ist. Und auch ein Ort, der ganz wichtig für die Umwelt ist. Regelmäßig finden hier kleine Feste statt und die Mieter, wie zum Beispiel der Imkerverein, lädt dann zur Verkostung des Bienenhonigs ein. Die Kreisjägerschaft bringt die Hunde mit und zusammen wird musiziert. Und im Forsthaus, da kann man einiges über die Tiere des Waldes erfahren, wie auch in der Waldschule. Wo wohnen die Tiere denn jetzt in echt? Die Antwort kennt ihr sicherlich. Die wohnen direkt neben dem Haus, nämlich im Wald. Witzig ist, dass nicht nur das Forsthaus verschiedene Stockwerke hat, sondern eben auch der Wald. Und man teilt die Stockwerke ein in die Wurzelschicht, das ist der Keller. Das ist der Bereich, in dem Humus produzierende Lebewesen ihre Heimat haben, wie zum Beispiel Regenwürmer. Aber auch Tausendfüßer findet man dort. Dann das Erdgeschoss, das nennt sich die Bodenschicht. Dort sind Tiere zu Hause wie Insekten, Spinnen oder Eidechsen. Man findet übrigens in einer Handvoll Erde mehr Lebewesen, als ihr jetzt so annehmt. Der erste Stock, das ist die Krautschicht. Und hier wohnen Bienen, Schmetterlinge, aber auch Feldhase oder auch der Fuchs. Im zweiten Stock, in der Strauchschicht, die geht bis zu 5 Meter Höhe, da haben verschiedene Vogelarten ihre Nester und Siebenschläfer findet man auch dort beispielsweise. Der dritte Stock, das ist das Dach. Und hier leben Eulen und Eichhörnchen und Spechte. Ihr seht also, jede Tierart hat in einem anderen Stockwerk ihr Zuhause. Oh, da bist du ja wieder.
Hast du mir hier die Kunstglückstüte mitgebracht? Vielen, vielen Dank. Eine Leinwand ist heute drin und natürlich auch ein Pinsel, das Norwert Malbuch und die Farben. Jimmy, da fehlen ja Farben. Meine Lieblingsfarbe ist gar nicht dabei. Es fehlt zum Beispiel Lila, es fehlt Grün, es fehlt Orange. Wo sind die Farben? Und ich sag euch, die sind nicht da, aber wir können sie zaubern. Und wie das geht, das zeige ich euch im nächsten Schritt. Heute möchte ich euch den Künstler Franz Marc vorstellen. Wenn ihr mal seine Bilder in Ruhe anguckt, dann fällt euch wahrscheinlich auf, dass der Herr Franz Marc was ganz anders gemacht hat als zum Beispiel ein Fotograf. Franz Marc hat die Formen der Tiere verändert und auch die Farben. Er gilt als Wegbereiter des Expressionismus. Das war eine Neuerung, so vor ungefähr 120 Jahren, dass die Maler festgestellt haben, wir müssen die Umwelt nicht mehr kopieren, wir können unsere eigenen Ideen da reinbringen und Farbe und Formen nach unseren Vorstellungen verändern. Der Künstler ist frei, frei zu entscheiden, wie er malen möchte. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr solche Balztiere malen könnt. Vorneweg. Jetzt legt ihr erstmal den Stift zur Seite und sperrt die Augen und Ohren auf und sucht euch gleich dann einfach euer Lieblingstier aus. Die meisten Tiere des Waldes können tatsächlich mit einem liegenden Osterei oder einem stehenden Osterei begonnen werden, außer zwei Tiere. Und zwar ist das einmal der Schmetterling. Den fangt ihr an mit so einem kleinen, mit so einem Wurm, der Männchen macht, ne? Und macht den noch schöne Flügel dazu. Und natürlich auch der Regenwurm. Aber die meisten Tiere, die starten mit einem Osterei. Entsprechend könnt ihr das Osterei, so wie ihr es euch vorstellt, weiter ausarbeiten. Und wie das geht, das möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Und ich hoffe, das inspiriert euch. Egal für welches Tier euch entscheidet, probiert es einfach mal auf einen extra Zettel aus, stoppt das Video und zeichnet mal als kleine Skizze eure Lieblingstiere nach. Und denkt dran, mit diesem Ei anzufangen, mit dem liegenden oder dem stehenden Osterei, das macht es euch leichter. Ihr könnt euch jetzt für ein Lieblingstier entscheiden und überlegt genau, welches Format sich am besten eignet. Querformat, dass die lange Seite unten und oben ist, eignet sich besonders, wenn ihr euch zum Beispiel für einen Marienkäfer oder ein Reh oder einen Fuchs entschieden habt. Wenn ihr hingegen überlegt, einen Specht beispielsweise zu machen oder einen Schmetterling, der eher hoch ist, dann nehmt ihr lieber ein Hochformat. Hochformat lässt sich auch gut merken wie Hochhaus, Hochformat. Und dann nehmt ihr euch einen Stift. Ihr könnt einfach einen Bleistift nehmen oder einen Filzstift. Wichtig ist, dass ihr keine Angst habt, einen Fehler zu machen. Wenn eine Linie daneben geht, malt ihr einfach die richtige Linie daneben. Ich male heute für euch einen Igel vor. Aber ihr könnt natürlich auch ein anderes Tier nehmen. Ich zeige euch jetzt einmal kurz, wie ich vorgehe. Wenn ihr nur so ein kleines Ei hier macht, dann wird der Igel mini, mini klein und ihr habt nachher Schwierigkeiten, den auszumalen. Das ist richtig schwer. Also versucht zu überlegen, wie groß ist eure Faust ungefähr, das mal vorzumalen mit dem Finger, wo ungefähr dann nachher der Körper ist.
Und dann nehmt ihr euren Stift und ihr malt erstmal dieses liegende Osterei hier so dran. Dann kommt noch eine Schnauze dazu. Und natürlich auch die Stacheln. Da müsst ihr einfach hoch, runter, hoch, runter. Und natürlich könnt ihr noch ein paar Beinchen dazu malen. Und dann könnt ihr noch ein Auge reinmalen. Da würde ich einen Kreis machen und innen rein noch einen Kreis. Ihr könnt, na, wenn ihr Lust habt, auch hier noch ein paar Stacheln extra dazu machen. Das, der hat ja überall hier Stacheln. Könnt ihr machen. Müsst ihr nicht. Wenn ihr den Igel fertig habt, dann macht ihr noch Linien vom Igel weg zum Rand. Und zwar 1, 2, 3, 4, vielleicht auch 5, mehr nicht. Als nächstes kommen die Farben ins Spiel. Und zwar habe ich euch die Grundfarben Gelb, Rot und Blau und Weiß gegeben. Aus Gelb, Rot und Blau, wenn man das zusammenrührt, entsteht keine Regenbogenfarbe, sondern ihr wisst es vielleicht schon, Matschefarbe oder vielleicht auch Schwarz. Deswegen bitte ich euch, legt eine dieser Farben weg. Ihr könnt aussuchen, welche. Machen wir erstmal, dass Blau einmal aussetzen muss. Ihr nehmt also zwei Farben und Weiß, das ist wichtig. Und ihr leert euch eine ganz kleine, es muss nur eine 5 Cent große Portion sein, auf ein Stück Papier. Gut. So, viele Kinder denken, jetzt rühre ich alles zusammen, dann habe ich richtig Spaß. Und Spaß hat man, aber der Spaß ist sehr kurz. Deswegen möchte ich euch bitten, Ruhe zu bewahren und genau zu überlegen und jetzt auch zuzugucken. Okay, ihr taucht ein in eine Farbe, das ist Gelb, und ihr sucht euch ein Feld aus. Ein Feld geht immer bis zu einer Linie. Das heißt, ihr malt jetzt ein Stück von diesem Feld Gelb aus. Ich bin nicht mit dem ganzen Pinsel rein, sondern nur mit der Pinselspitze. Dann taucht ihr in Rot und da-da-da-da-da-da. Direkt daneben malt ihr das Feld Rot. Dann geht ihr in Weiß und da-da-da-da eine neue Farbe entsteht. Dann geht ihr wieder in Gelb und da noch eine neue Farbe, das ist ja Orange. Und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass ihr über Stellen, die schon gemalt sind, nicht nochmal drüber malt. Und dass ihr bis in die Ecken malt, das ist auch noch sehr wichtig. Und jetzt könnt ihr ein bisschen zugucken und genießen. Wenn ihr das erste Feld habt, dann kommt das zweite Feld. Ihr sucht euch ein Feld, was nicht direkt daneben liegt. Es kann auch mal ein kleines Feld sein und ihr fahrt genauso fort. Wenn ihr genug habt von dieser Farbe, dann wechselt ihr die Farben. Ihr nehmt jetzt zum Beispiel Blau, Rot und von Weiß und dann habt ihr den nächsten Farbteller auf einem neuen Papier. Streift den Pinsel sauber ab, da müsst ihr einfach nur so ein bisschen entlang ziehen. Und jetzt sucht ihr euch wieder Felder aus, die ihr bemalen könnt mit der neuen Farbkombination. Und wenn ihr auch von dieser Farbkombination genug habt, dann sucht ihr euch die dritte Farbkombination aus. Das wäre jetzt Gelb und Blau und Weiß. Streift den Pinsel wieder schön ab, einfach entlang ziehen und dann geht es weiter mit der nächsten Farbkombination und ihr merkt schon, wieder eine neue Farbe entsteht. Super, malt so lange, bis die ganze Leinwand mit Farbe bedeckt ist, also lasst keinen weißen Malgrund durchschimmern. Das sieht dann aus wie ein echt tolles Bild aus dem Museum. Und wenn man Tonpapier benutzt wie ein Stempel, dann lassen sich die Umrandungslinien nochmal nachzeichnen. Da müsst ihr einfach von oben in eine dunkle Farbe gehen und ihr stempelt eure Linien, die Umrandungslinien des Igels einmal nach. Dazu ist wichtig, dass wenn die Farbe nicht mehr druckt, dass ihr nicht feste aufdrückt, und dann denkt, es muss auch um Farbe rauskommen, sondern dass ihr wieder tanken fahrt. Also dass ihr wieder den Stempel einfach eintaucht in die Farbe und einen ganz sachte aufdruckt. So, und fertig ist unser Igel. Spitze.
So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich freue mich sehr, dass ihr mitgemacht habt. Riesig freuen würde ich mich wirklich, wenn ihr mir ein Foto eures Kunstwerks zuschicken würdet. Und das geht ganz einfach. Ich habe eine Internetseite, die heißt wie ich, www.simonesonnentag.de, und dort gibt es einen Nordwärts-Upload-Button, der heißt Nordwärts. Und wenn ihr den klickt, dann könnt ihr mit wenigen Klicks euer Bild hochladen. Im Oktober wird es eine große Kinder-Online-Kunstausstellung geben, und zwar auf der Seite von Nordwärts. Und euer Bild wird dann auch auf dieser Seite in vollem Glanz erstrahlen und kann von vielen, vielen Kindern und auch Erwachsenen bestaunt werden. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Dann geht es um den Kletterturm in Dorstfeld. Ich freue mich auf euch und vielen Dank fürs Mitmachen. Bis bald, eure Simi!